Gemäuer und hallo am Donnerstag. Heute ist der 25. Juli und schaut euch mal bitte diesen Arbeitsplatz an. Da lebt jemand sehr, sehr schwer. Ich will es nicht wissen. Im Bus hat gerade irgendwas gescheppert. Naja, schaut euch mal diese Landschaft an. Ich wollte mal mit euch, ach ja, das Feuer weigert sich noch ein bisschen, aber man kann es sehen. Wie stehen wir? Matten sind schon drin und wie ihr seht, ich kann mich frei bewegen. Es ist fast viecherfrei. Aber ich wollte euch gerade mal mitnehmen und euch zwei Dinge zeigen. Nämlich einmal, wie cool ist bitte dieses Haus. Das ist so hübsch. Schön klein und richtig hübsch gemacht. Und zum anderen, wie cool ist es bitte, dass wir hier einen Sandstrand haben? Wir haben hier einfach Anbindung an einen richtigen kleinen Sandstrand. Das hier wird wahrscheinlich wieder ein Fjord sein, ich weiß es nicht, wir sind noch nicht drumherum gefahren. Das wird man dann wahrscheinlich morgen sehen. Und dann dachte ich mir eben, da nehme ich euch doch mit und zeige euch diesen richtig, richtig schönen Spot. Zumal ich diesen Sommer auch noch nicht die Füße im Sand hatte. Es wurde also mal Zeit. Schaut euch das an. Klasse, oder? Wetter ist, ja, so lala, es tröpfelt immer mal, aber generell es ist eigentlich ganz angenehm. Wir haben jetzt noch, ja, 18 Grad. Tagsüber hat die Sonne geschienen. Solar ist voll. Oder hat voll aufgeladen. Richtig, richtig herrlich. Und auch sauber. Also das müssen wir wirklich sagen. Die meisten Stellplätze, die wir bisher besucht haben, die waren wirklich sauber. Ich weiß gerade nicht, der Sand hier unter meinen Füßen ist richtig nass. Keine Ahnung, ob die hier sowas wie Ebbe und Flut haben. Weil da ist auch Wasser. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Weiß das jemand? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ob Norwegen an den Fjorden Ebbe und Flut hat. Oh, hier war schon mal einer mit Hund. Na gut, dann suche ich mir jetzt noch ein Muschelandenken. Und dann geht's wieder rein. Da hinten ist übrigens große Möwenparty. Einen schönen Abend, ihr Lieben. Ach ja, es ist schon nach 10 und es ist immer noch hell. Und es wird auch hier nicht dunkel. Und wenn, dann nicht für lange. Gute Nacht und bis demnächst, ihr Lieben. Ciao, ciao. Es hat ja eben was gescheppert im Bus wohl und wir wussten nicht so genau was. Naja, also, long story short, der Hund lag da und ist dann entweder gesprungen oder gefallen da rein. Also es ist keine große Höhe. Kurzer Disclaimer, wir hatten unsere Klamotten in den Wäschekorb mitgebracht, um die da reinzupacken, aber aufgrund des Umbaus und alles haben wir das nicht mehr geschafft. Und dann haben wir gesagt, scheiß drauf, dann bleibt der Korb hier. Naja. Mittlerweile waren da nur noch leere Einkaufstaschen und die Angel drin, also nichts, wo sie sich irgendwie... Und scheinbar liegt sie ja ganz gut da. Ja? Liegst du gut? Naja, gut. Dann wisst ihr jedenfalls Bescheid, was da gescheppert hat. Ist nichts passiert, die Kleine ist glücklich. Also was soll's. Gute Nacht, ihr Lieben. Gemäue, gemäue, ihr Lieben. Es ist mittlerweile Freitag und wir sind wieder on the road. Unser Ziel sind die Lofoten. Was gibt's da zu sehen? Pfoten? Nein, er ist nicht betrunken, der ist einfach so. Eine Inselgruppe ist das. Sehr, sehr, sehr schöne Landschaft soll es da geben. Ich kenne auch nur Bilder. Ja, soll aber Hundeheim und soll aber sehr, sehr geil sein auf jeden Fall. Und ich bin schwer gespannt. Wir haben jetzt noch 240 Kilometer. Ist an die Spitze der Lofoten, also heißt, das ist noch nicht alles. Und so, wie ich da die Bilder im Kopf habe, sind
das einfach immer nur so kleine Inselgrüppchen, die sich wie so ein, ja, wie so eine Sichel ins, ins Meer reinziehen, die dann alle untereinander auch mit so kleinen Brücken verbunden sind und so. Das soll wunderschön sein. Ich bin gespannt. Wir auch. Dann schauen wir uns das mal an. Hoffentlich ist das nicht zu touristisch überlaufen. Andererseits sagt das Wetter, oder sagte die Wetter-App gestern Abend, für die Lofoten 16 Grad und so lala, bewölkt, sonnig, so nichts Ganzes und nichts Halbes. Also müssen wir uns überraschen lassen. Am Nordkap hatten wir Glück im Unglück. Das Wetter war irgendwie ein bisschen kackig mit dem ganzen Nebel und dem ganzen Regen, aber dafür war es halt nicht überfüllt. Von daher, alles hat Vor- und Nachteile. Jetzt gerade scheint die Sonne, es ist angenehm, 22 Grad ungefähr. Und dann zeigen wir euch noch ein bisschen Lunch. Das war der erste Teil unserer Anreise auf
nach die Lofoten. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wir wollten nach hinten raus einfach ein bisschen weniger Geschwätz haben und wollten euch einfach mit den Bildern ein bisschen allein lassen, euch ein bisschen im Fernweh schwelgen lassen. Und wir hoffen, euch hat's gefallen. In der nächsten Folge gibt es noch ein paar mehr Aufnahmen von den Lofoten. Wir zeigen euch ein paar schöne Drohnenbilder von der Spitze der Lofoten, vom westlichsten Punkt Norwegens. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Also dann, bis nächsten Montag. Tschüss.